Alt und trotzdem fit. Wir leben immer länger und bleiben viele Jahre gesund. Lässt sich der Alterungsprozess in Zukunft vielleicht sogar stoppen? Wir haben uns auf die Suche nach der Formel für ein langes Leben gemacht und überraschende Antworten gefunden. Schön, dass Sie hier sind. Hier ist wieder Quarks, Ihre Lieblingswissenschaftssendung. Als ich 18 war, dachte ich, wenn ich mal 30 bin und Kinder habe, boah, dann bin ich alt. Jetzt bin ich gerade 33 und Mutter geworden und fühle mich manchmal tatsächlich alt, aber gilt natürlich immer noch allgemein als junge Frau. Mit 60, ja, da ist man alt. Aber wenn ich mir meine Eltern anschaue, stehen die mit über 60 auch noch mitten im Leben. Und auch mit 80 oder älter habe ich gute Chancen, die gewonnenen Jahre aktiv zu sein und zu genießen. Und in Zukunft werden wir vielleicht noch länger leben und dabei gesund und fit bleiben. Denn überall auf der Welt forschen Wissenschaftler an Methoden, das Altern zu verlangsamen und vielleicht sogar umzukehren. Ist das möglich? Wie alt werden wir in Zukunft werden? Das wollen wir uns heute mal genauer anschauen. Doch zunächst geht es um diese Herren hier und ihre Formel für ein langes Leben. Montagmorgen im Sportzentrum des TSV Bayer Dormagen. Eine ganz besondere Truppe trifft sich hier zum regelmäßigen Lauftraining. Guten Tag. Mein Name ist Alfred Vossen und ich soll mein Alter sagen, aber ich weiß es nicht mehr. Ich bin Roger Pehl, bin 75 Jahre alt. Mein Name ist Ehrenfried Exter, ich bin 75 Jahre. Ich bin Herbert Müller, ich werde in einem Vierteljahr werde ich 91 Jahre alt. Manche machen den Sport seit über 50 Jahren. Andere sind erst im Rentenalter eingestiegen. Im Team waren sie zu ihren Glanzzeiten mehrfach deutsche Senioren-Mannschaftsmeister. Das regelmäßige Training gehört für alle hier zum festen Bestandteil ihres Lebens. Eine Gruppe und insbesondere ein fester Termin, wie hier der Montagmorgen, der hilft einem immer, den inneren Schweinehund zu besiegen. Ich denke mal, wichtig ist für uns, dass wir dann montags, mindestens einmal montags von der Couch runterkommen. Das muss dann hier treffen und dann bewegen. Kann ich mich wenigstens ein bisschen fit halten, denn wettkampfmäßig ist alles vorbei, Arm kaputt, Knie kaputt, ja, das geht nichts mehr. Ne? Neben dem Laufen gehört Gymnastik zum Training. Der 88-jährige Alfred Vossen gibt den Takt an. Der vorherige Übungsleiter ist vor einem Jahr überraschend verstorben. Hinter das rechte Knie und ziehen. Und ziehen. Was Besseres könnt ihr für eure Hüfte nicht tun. Ich kann nur für viele empfehlen, auf keinen Fall Beine hochlegen. Das ist das Schlimmste, was man fürs Alter tun kann. Bis zum Alter von 83 Jahren hat Alfred Vossen noch Wettkämpfe bestritten. Doch dann musste er seine Sportaktivitäten reduzieren. Seine Knie machten nicht mehr mit. Sein Arzt war da sehr deutlich. Sport weiter, ja, auf jeden Fall. Nur keinen Leistungssport mehr. Ihr Knie schafft das nicht mehr. Wir müssen also entweder ein neues Knie oder alles runterfahren. Und da ich kein Freund von Operationen war, habe ich mich dann entschlossen, den Leistungssport sein zu lassen. Bei anderen machen Knochen und Gelenke sogar den Leistungssport noch gut mit. Der 90-jährige Herbert E. Müller will in 3 Wochen bei einem Wettkampf in Neuss starten. Und er hat sich einiges vorgenommen. Da möchte ich schon gute Zeiten laufen. Gute Zeiten heißt, möglichst nahe an die Europarekorde herankommen. Mit ein bisschen Glück vielleicht sogar noch einen Europarekord aufstellen. Seit 15 Jahren läuft er auf internationalen Meisterschaften. Wie etwa 2016 in Ancona wird er Europameister auf allen Kurzstrecken. Über 3000 Meter gewinnt er sogar den Weltmeistertitel bei den über 85-Jährigen. Auch im Staffellauf wird er mehrfach Europameister und Weltmeister.
und stellt auf unterschiedlichen Distanzen sogar Weltrekorde auf. Nach einem halben Jahr Corona-bedingter Zwangspause trainiert er jetzt wieder für einen Wettbewerb. Zusammen mit seinem Freund Fred Ingenried. Fred läuft auch noch auf Wettkämpfen. Und das, obwohl er vor 8 Jahren beinahe an einer Lungenembolie gestorben wäre. Schon öfter haben die beiden die Erfahrung gemacht, dass viele ihren Sport mit Skepsis sehen. Die meisten denken ja, krass gesagt, also die alten Männer oder Säcke, was wollen die noch? Ne? Oder manche Ärzte sagen einem, gucken Sie mal auf Ihren Personalausweis, wie alt sind Sie denn? Muss das denn sein? Muss natürlich nicht sein. Doch er lässt nicht locker. Beim Wettkampf in Neuss will Herbert beim 100-Meter-Lauf an seine alten Zeiten anknüpfen. Das Trainingsziel heute? Unter 20 Sekunden laufen. Von der Alemannia. Das ist eine gute Zeit. Alleine würde ich das nicht schaffen. Wir sind ein gutes Team. Kurzes Verschnaufen, dann geht es an die 200 Meter. Über diese Distanz hält Herbert den deutschen Rekord der über 90-Jährigen. Kann er an seine eigene Rekordzeit von 38,42 Sekunden herankommen? Ich habe 42,7. Ich bin dieses Jahr schon 40er Zeiten gelaufen. Aber im Wettkampf, da ist man immer ein bisschen schneller. Ob es beim Wettkampf in Neuss für mehr reichen wird, wird sich zeigen. Herbert sieht's realistisch. Man versucht immer, an die Vorjahresleistungen anzuknüpfen. Insofern hat man immer ein Ziel vor Augen und man erlebt aber regelmäßig, dass einem das nicht gelingt, weil man eben ein Jahr älter geworden ist. Und das macht sich im hohen Alter besonders bemerkbar. Denn dem Altern ganz davonlaufen kann man nun mal nicht. Ganz schön beeindruckend. Wie sich Sport aufs Altern auswirkt, darauf kommen wir später noch einmal genauer zurück. Das hier ist übrigens eine Mikroskopieaufnahme eines grauen Haars. Im Vergleich dazu ein nicht ergrautes. Mit dem Alter verlieren Haare an Melanin. Melanine sind Farbpigmente, die für Haut- und Haarfarbe sorgen. Und ohne Pigmente bleibt dann ein weißes oder durchsichtiges Haar zurück. Das heißt, eigentlich sind graue Haare nicht wirklich grau, sondern sehen in Kombination mit pigmentierten Haaren nur so aus. Ich warte noch auf mein erstes graues Haar. Bei vielen ist es ja das erste deutlich sichtbare Zeichen, dass man altert. Doch wann beginnt man eigentlich zu altern? Das Altern des Körpers beginnt früh. Auch wenn man es noch nicht merkt, schon ab etwa 20 nimmt die Lunge weniger Luft und damit weniger Sauerstoff auf. Die Ausdauer lässt langsam nach. Ab Mitte 20 beginnt sich auch der Stoffwechsel im Gehirn zu verändern. Das, so vermutet man, ist der Grund dafür, dass sich die Reaktionszeit verschlechtert. Mit ungefähr 30 Jahren lässt die Elastizität der Bandscheiben nach, weil sie weniger Wasser binden können. Bewegungen werden steifer und fallen schwerer. Ebenfalls mit ungefähr 30 Jahren haben die Knochen ihre maximale Stärke erreicht. Um die Knochenmasse zu erhalten, ist jetzt vor allem ausreichende Bewegung wichtig. Ohne Training kann schon ab Mitte 30 das Herz-Kreislauf-System nachlassen. Denn das Herz pumpt schlechter und die Gefäße sind weniger elastisch. Diese Alterserscheinungen machen sich vor allem bei Belastungen immer mehr bemerkbar. Aber manches hält bis ins hohe Alter. Das Gedächtnis kann auch mit 80 noch gut funktionieren. Zum Glück, denn es speichert, was wir im Laufe unseres Lebens gewonnen haben. Erfahrung.
Durchschnittlich nimmt die Leistungsfähigkeit bereits ab dem 30. Lebensjahr um 1% pro Lebensjahr ab. Das merkt man zum Beispiel beim Ein- und Ausatmen. Ein 20-Jähriger kann mit einem Atemzug noch 6 Liter Luft ein- und ausatmen. Ein 60-Jähriger schafft nur noch rund 4 Liter. Damit wird Hochleistungssport natürlich schwierig, aber der Alltag klappt noch ganz gut. Auch das Herz verliert zunehmend Muskelzellen und wird weniger dehnbar. Bei extremer Anstrengung pumpt das Herz eines jungen Menschen beim Sport noch gut 20 Liter pro Minute. Bei einem 60-Jährigen sind es nur etwa 16 Liter. Aber wohlgemerkt verläuft das Altern bei jedem Menschen sehr unterschiedlich. Es gibt nicht so etwas wie einen Regelverlauf. Und zum Glück verlaufen diese Altersprozesse recht langsam. Es sei denn, man ist Ralf Kaspers. Also, dieses Brett habe ich einige Jahre nicht benutzt und heute kommen noch ein paar Jahrzehnte drauf, denn ich probiere heute aus, wie es ist, richtig alt zu sein. Dafür bin ich an der Uniklinik Köln mit Mariam Banasadeh verabredet. Hallo Mariam. Hallo. Ich bin sehr gespannt. Ich möchte heute richtig alt werden und ich fürchte, das hat was damit zu tun, oder? Genau, das ist der Altersanzug und da wird man sofort um die 30 Jahre älter. Gerd heißt der Anzug, in dem ich heute den Tag verbringen werde. Gerd steht für gerontologischer Testanzug. Und das wird kein Spaß. Bandagen simulieren die steifen Gelenke, Gewichte den Muskelabbau, Spezialschuhe sorgen dafür, dass ich wackelig stehe und mein Tastsinn wird eingeschränkt. Meine Sicht verschlechtert sich und mein Gehör auch. 18 Kilogramm schwerer, 30 Jahre älter, gefühlt. Und ja, jetzt gucke ich mal, was mir die Stadt zu bieten hat. Und wie ich Dinge, die ich heute selbstverständlich mache, in 30 Jahren hinkriege. Ah, es ist doch ein bisschen beschwerlich, die ganze Zeit zu Fuß unterwegs zu sein. Deshalb werde ich mir jetzt einfach mal einen Roller ausleihen. Es ist ein bisschen kompliziert. Wo ist die App? Ich kann es gar nicht mehr so gut mit einer Hand, weil durch die Handschuhe ist es doch sehr steif geworden. Okay, das war's wohl. Ganz schön wackelig, wenn man nicht mehr sicher steht und sich nicht mehr gut bewegen kann. Aber noch lästiger ist, dass meine Sicht eingetrübt und mein Gesichtsfeld verengt ist. Ich höre nicht mehr so viel und ich sehe nicht mehr so viel. Das heißt, ich kann nicht so gut auf die Autos achten und auf die Fußgänger. Aber ehrlich gesagt unterscheidet mich das wahrscheinlich nicht so sehr von den meisten anderen Rollerfahrern. Ich habe jetzt aber auch mittlerweile Hunger bekommen. Das Problem ist, in diesem Laden war ich vorher noch nie drin. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie die Karte entziffern und bestellen. Hallo. Ich hätte gern einmal Falafel-Sandwich, bitte. Und durch diese roten Punkte kann ich auch nicht genau erkennen, was es hier gibt. Deshalb habe ich ehrlich gesagt ein bisschen blind bestellt. Was war das andere? Soße, Tzatziki. Nee, was Sie davor gesagt haben? Salat, Zwiebeln, Schaf, Tzatziki. Zwiebeln, ja. Einfacher wird Kommunikation im Alter jedenfalls nicht. Diese Handschuhe simulieren Zittern. Fast 5% der Menschen über 65 leiden am essentiellen Tremor. Stimmstärke. Du sagst Bescheid, falls du was spürst. Ich versuche mal, mein Getränk aufzumachen. Das ist in der Tat echt fies. Ich muss mich richtig konzentrieren, um mich nicht total zu bekleckern. Irgendwie geht es. Aber es ist nicht angenehm. Nee. Aber ich bin froh, dass ich die gleich wieder ausziehen darf. Zur Erholung eine Runde Basketball. Habe ich immer gern gespielt. Wie wird sich das mit Anfang 80 anfühlen? Ich sehe halt nicht mehr so gut. Das ist eher so ins Blinde werfen. Ins Blaue. Manchmal geht's. Dribbeln funktioniert noch ganz in Ordnung. Mal sehen, ob ich noch danken kann. Ich komme nicht mal gerade mal ans Netz, aber nicht mal in den Ring. Keine Chance. Da siegt die Schwerkraft gegen mein Alter. Ja, spannend, wenn man mal erfahren kann, wie sich das Leben als alter Mensch so anfühlt. Die Chance, überhaupt so alt zu werden, ist seit Ende des 19. Jahrhunderts immer weiter gestiegen. Nach den neuesten Zahlen liegt die durchschnittliche Lebenserwartung heute bei Frauen bei 83, bei Männern bei 78 Jahren.
Und die gute Nachricht ist, wir werden nicht nur älter, wir bleiben auch länger gesund. Sport und Bewegung spielen dabei eine große Rolle. Was mich aber wirklich verblüfft hat, ist, dass man mit Sport nicht nur die Muskeln, sondern auch das Gehirn trainiert. Konzentration, Leistung. Im Sport genauso wichtig wie in der Musik. Im richtigen Moment vollen Einsatz bringen. Renata Lück fiel das irgendwann immer schwerer. Mir ist aufgefallen, dass ich mich nicht mehr über die gesamte Zeit eines Musikstücks voll darauf konzentrieren konnte. Das waren zum Beispiel Anweisungen vom Chorleiter oder wo es dann hieß, singen Sie noch mal, was weiß ich, ab Takt 4. Und ich habe das überhaupt gar nicht gehört. Ich war wirklich so weg mit meinen Gedanken, dass ich das nicht gehört habe und dann nicht wusste, wo muss ich jetzt einsetzen und meine Chorschwester neben mir mir dann zeigen musste, wo ich singen musste. Ne? Auch außerhalb des Chors geriet sie in unangenehme Situationen. Sie sperrte sich aus, vergaß Verabredungen. Es gibt noch eine Situation, da war ich unterwegs und wusste für einen kurzen Moment nicht mehr, wo ich bin. Und das war auch so, da war ich völlig verunsichert und habe gedacht, was ist hier, habe ich Alzheimer, geht das jetzt los und so. Das hat mir auch Angst gemacht. Sporthochschule Köln. Renata Lück lässt ihre Konzentration testen. Schön, dass Sie da sind, schön, dass Sie mitmachen. Nochmal vielen Dank dafür. Gerne. Sie nimmt an einer Studie teil. Es geht um Demenz. Und um Sport. Bei Frau Lück ist es natürlich noch keine Demenz. Wir sprechen häufig von einer beginnenden Vergesslichkeit. Und genau diese Probanden haben wir für unsere Studie gesucht. Weil wir wollten wissen, ob bei Menschen, die, und ich formuliere es jetzt mal etwas provokativ, am Rande einer Demenz stehen, ein regelmäßiges Sport- und Bewegungsprogramm das Fortschreiten der Demenzerkrankung aufhalten oder sogar verhindern kann. Warum sollte Sport eine beginnende Demenz aufhalten? Verschiedene Mechanismen werden zurzeit diskutiert. Im Visier der Forscher unter anderem Wachstumsfaktoren. Die werden von Muskeln ausgeschüttet, wenn sie arbeiten. Einige bewirken ein Gefäßwachstum. Andere sorgen dafür, dass im Gehirn vermehrt sogenanntes BDNF anfällt. BDNF lässt den Hippocampus wachsen. Diese Hirnregion ist wichtig für die Merkfähigkeit. Möglicherweise bilden sich dort durch das BDNF sogar neue Nervenzellen. So langsam können wir starten, jeder in seinem Tempo. Wie gesagt, langsam bleiben wir an jeder eine Runde. In der sogenannten Denksportgruppe der Sporthochschule trainieren Senioren Koordination, Kraft und Ausdauer. Anfangs gar nicht so einfach. Ich keuchte wirklich hinterher wie so eine alte Dampflok. Ne? Und ich habe mich auch wirklich gefühlt, als wäre ich völlig verrostet. Renata Lück trainiert zweimal die Woche. So, wir kommen einmal zusammen, bitte. Jeder sucht mal seinen Puls. Nicht nur ihre körperliche Leistungsfähigkeit hat zugenommen. Auch ihre Wortfindungsstörungen haben nachgelassen. Und in den Konzentrationstests schneidet sie immer besser ab. Dann sehen wir sehr schön, nach diesen 6 Monaten Sportprogramm oder auch nach 12 Monaten Sportprogramm erreichen sie quasi den maximalen Level. Also das, was Sie persönlich empfinden, dass Sie denken, die Vergesslichkeit ist ein bisschen zurückgegangen, sehen wir tatsächlich hier auch in den Daten. Mhm. Das ist schön, dass es da zu sehen ist. Ja. Also ich spüre es ja sowieso. Genau. Unsere Hypothese war natürlich, dass wir das Fortschreiten der Demenzerkrankung zumindest aufhalten können. Dass wir jetzt wirklich so ein positives Ergebnis hier in Köln haben, dass wir zeigen können, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wirklich auch wieder besser werden in ihrer kognitiven Leistungsfähigkeit, hat uns ein bisschen überrascht, aber natürlich auch sehr gefreut. Auch nach Abschluss der Studie trainieren die Probanden weiter. Inzwischen sogar auf eigene Kosten. Denn viele haben hier Freunde gefunden. Halleluja! Ich sage mal, das beste Training ist das pralle Leben, weil wir da einen multisensorischen Input für unser Gehirn haben. Aber um am prallen Leben teilzunehmen, muss ich letzten Endes körperlich fit sein. Ob das pralle Leben geholfen hat oder ob es die Botenstoffe aus den Muskeln sind. Renata Lück ist es egal. Sie freut sich, dass sie nun auch in ihrem Alltag wieder die gewohnte Leistung bringen kann. Und den Effekt des Sports merkt sie auch bei ihrer großen Leidenschaft.
dem Chor. Es ist so, dass ich mich wieder über lange Strecken gut konzentrieren kann, dass ich auch von rechts und links gefragt werde, wo singen wir gerade? Also das Nächste, was wir singen, ist die Vesper im Kölner Dom. Und die Stücke, die habe ich jetzt, da könnte ich jetzt lossingen, wenn Sie das wollen. Die habe ich drauf. Sport hat viele positive Eigenschaften. Er stärkt zum Beispiel das Immunsystem. Das bedeutet weniger Entzündungen und weniger Infektionen. Außerdem bedeutet regelmäßiges Training weniger Stürze. Ganz wichtig für ältere Menschen. Und es gibt noch einen guten Grund, im Alter in Bewegung zu bleiben. Beim Sport trifft man andere Menschen. Wir Menschen sind nun einmal soziale Wesen. Und soziale Kontakte sind auch wichtig für unsere Gesundheit, für die seelische Gesundheit. Und im Alter ganz besonders. Nur, warum altern Menschen so unterschiedlich? Warum sehen manche 10 Jahre jünger aus? Oder warum sind manche so viel fitter als andere? Am Sport alleine liegt es nicht. Man braucht mehrere, ja, gute Lose. Die 5 Hauptgewinne für ein langes Leben. Hier kommen sie. Den Anfang machen die Gene. Praktisch ein Geschenk der Eltern. Ja. Denn wenn die Eltern sehr alt werden, werden es oft auch deren Kinder. Der Grund dafür liegt in den Erbanlagen. Dort haben britische Forscher in 7 Regionen Gene entdeckt, die direkt mit der Lebenserwartung zu tun haben. Eines dieser Gene ist beispielsweise wichtig für das Immunsystem. Es kann die Lebensspanne um bis zu 7 Monate verlängern. Mit den richtigen Genen steigt die Lebenserwartung. Ihr Einfluss aufs Altern liegt bei 25-30%. Das Geschlecht ist das 2. Glückslos für ein langes Leben. Frauen haben eine höhere Lebenserwartung als Männer. In Deutschland leben sie derzeit fast 6 Jahre länger. Wenn Männer und Frauen allerdings denselben Lebenswandel führen wie Mönche und Nonnen im Kloster, schrumpft der Vorteil der Frauen zusammen. Nonnen im Kloster werden aber immer noch knapp 2 Jahre älter als Mönche. Eine Erklärung dafür könnte in den Chromosomen liegen. Frauen haben 2 identische X-Chromosomen. Männer hingegen ein X- und ein Y-Chromosom. Das macht sie anfälliger für Gendefekte. Und Hormone wie das Testosteron könnten bei Männern häufiger zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. Ernährung ist das 3. Glückslos für ein langes Leben. Die richtige Ernährung ist wichtig für die Gesundheit und sie kann das Leben verlängern. Wie zum Beispiel die Mittelmeerkost. Olivenöl, Gemüse und Salat gemeinsam mit Vollkornprodukten können tatsächlich die Lebensspanne erhöhen. Schwedische Forscher konnten den lebensverlängernden Effekt nachweisen. Aber auch die Menge an Kalorien hat Auswirkungen auf die Lebensdauer. Wer sein Gewicht durch eine maßvolle Ernährung in Grenzen hält, lebt länger. Eine positive Lebenseinstellung ist Hauptgewinn Nummer 4. Was soll's? Das ist ein Kaffee und lustiges. Schon 1979 fanden Forscher in den USA heraus, eine höhere Lebenserwartung haben Menschen, die das eigene Altern positiv bewerten. In einer Langzeitstudie, die Louis Terman in den 1920er Jahren mit Kindern startete, zeigten sich 80 Jahre später überraschende Fakten zur Lebensführung im Alter. Danach half es nicht etwa, sich beim Golf im Ruhestand zu entspannen, sondern diejenigen, die auch nach 65 einer Arbeit nachgingen, lebten deutlich länger, um 4 Jahre. Aktiv zu seinem Alter, das verlängert das Leben. Bewegung, das ist der 5. Hauptgewinn.
Sport und Bewegung haben deutliche Auswirkungen auf die Gesundheit und aufs Altern. Jogger beispielsweise erzielen einen gesundheitlichen Gewinn, der noch anhält, wenn sie im Alter längst mit dem Joggen aufgehört haben. Ein Grund dafür fanden Forscher, als sie hart trainieren ließen. Nach einigen Wochen konnten sie Veränderungen in den Zellen feststellen, die direkt durch das Training ausgelöst wurden. Das Training hatte Zellen und Körper fitter gemacht und besser gerüstet für ein hohes Alter. 5 Hauptgewinne. Gene und Geschlecht sind Zufall. Mit Ernährung, positiver Einstellung und Bewegung können wir aber selbst etwas tun für ein langes Leben. Was das für ein hässliches Tier ist, das, liebe Quarks-Freunde, ist der eigentlich ganz putzige Nacktmull. Er kann sagenhafte 30 Jahre alt werden. Nur mal zum Vergleich, eine Ratte, die etwa gleich groß ist, schafft gerade mal 2 bis 3 Jahre. Und das eigentlich Beeindruckende ist, Nacktmulle werden im Alter weder schwach noch gebrechlich. Sie bekommen fast nie Krebs und können sogar im hohen Alter noch ihre Knochen wachsen lassen. Deswegen ist der Nacktmull der Liebling der Alternsforscher. Denn natürlich versuchen Wissenschaftler, sein Geheimnis zu entschlüsseln. Es gibt sogar Lebewesen, die gar nicht altern. Hier die Hydra, ein Süßwasserpolyp, winzig klein und theoretisch unsterblich. Ihr Geheimnis, sie tauscht ihre gesamten Zellen alle 4 Wochen aus und erneuert sich auf diesem Weg quasi ständig selbst. Als älteste Frau der Welt gilt die Französin Jeanne Calment. Sie starb 1997 im Alter von 122 Jahren. Wird dieses hohe Alter vielleicht eines Tages ganz normal sein oder sogar noch überschritten werden? Wir haben verschiedene Forscher gefragt. Das Leben verlängern. Im Labor geht das, zum Beispiel bei diesen Fruchtfliegen. Hier im Max-Planck-Institut für Biologie des Alterns in Köln testen Forscher, wie sich eine spezielle Diät auswirkt. Die Fliegen im Glas links bekommen normales Futter. Die Fliegen rechts sind ihr Leben lang auf Diät gesetzt. Sie krabbeln im Glas viel schneller nach oben, sind fitter und leben länger als die normal ernährten Fliegen. Dabei sind beide Gruppen genau gleich alt. Es ist nicht die reine Kalorienanzahl, sondern es sind zum Beispiel die Proteine, das heißt die Eiweißstoffe, die da eine Rolle spielen. Das heißt, wenn man der Fliege Futter gibt mit weniger Proteinen, dann leben die Fliegen länger und zeigen halt auch eine verbesserte Gesundheit im Alter. Ein Labor weiter arbeitet Alternsforscher Martin Denzel an der Lebensverlängerung von Fadenwürmern. Er füttert sie mit einem Wirkstoff, der bei den Tieren natürlicherweise in jeder Zelle vorkommt. Ein sogenanntes Glucosamin. Dem Futter zugesetzt, verhindert es bei den Würmern eine alterstypische Erkrankung der Nervenzellen an den Muskeln. Die Folgen sind deutlich. Ohne Glucosamin werden die Würmer im Alter steif und unbeweglich. Mit Glucosamin bleiben sie aktiv. Und sie leben länger. Eine weitere erstaunliche Entdeckung hat das Forscherteam von Dario Valenzano bei Killifischen gemacht. Die Wissenschaftler sammeln den Kot von jungen Killifischen und verfüttern ihn an deutlich ältere Artgenossen. Damit gelangt der Darmbakterienmix der jungen Fische in die älteren. Was das bewirkt, zeigt sich bei einem Fitnesstest. In dem Testbecken schwimmen gleichalte, hochbetagte Killifische. Am Computer können die Forscher nachverfolgen, wie fit die Tiere sind. Das Ergebnis? Die Fische, die die Darmflora junger Fische verspeist haben, sind deutlich mehr unterwegs. Und sie leben bis zu 30% länger als die Vergleichsgruppe. Auch bei Mäusen können die Forscher die Lebensspanne beeinflussen. Die Tiere rechts im Bild bekommen einfach nur weniger zu essen. Sie sind nicht nur schlanker, sie leben auch länger. Und Mäuse sind Säugetiere, wie der Mensch. Wir wissen auch, dass in Mausexperimenten, zumindest durch Medikamente oder auch die Ernährungsumstellung, dass man da auch die maximale Lebenszeit verlängern kann. Das heißt, das ist auch für den Menschen nicht auszuschließen. Heißt das, wir können älter werden als 120? Die Forscher am Max-Planck-Institut halten es für möglich. Ihre Kollegen am Leibniz-Institut in Jena glauben nicht daran. Denn das Altern beim Menschen ist sehr komplex.
Sie können einen Mechanismus optimieren. Das führt vielleicht dazu, dass der länger funktioniert, wie beim Auto. Sie können den Motor verbessern, aber trotzdem bricht Ihnen vielleicht die Kupplung zusammen oder die Karosserie bricht zusammen. Also es wird immer ein Teil geben, was letztlich begrenzend wirken wird. Und in der Summe führt das einfach dazu, dass wir diese 120, denke ich, nicht überschreiten werden. Doch können in Zukunft immer mehr Menschen 100 werden und dabei fit und gesund bleiben? Diese Zebrafische könnten dabei helfen. Sie haben die einzigartige Fähigkeit, ihre Organe zeitlebens immer wieder zu erneuern. Die Forscher in Jena suchen nach den Genen, die schon in den Fischlarven für die Organbildung verantwortlich sind. Die Gene, die in dieser Larve die Nieren wachsen lassen, werden auch noch im hohen Alter in der Lage sein, eine geschädigte Niere vollständig zu reparieren. Noch verstehen die Forscher nicht genau, wieso Zebrafische ihre Organe erneuern können. Aber sie hoffen daraus einmal Erkenntnisse für die Regeneration von menschlichen Organen zu gewinnen. Die Mechanismen des Alterns will auch Maria Ermolaiva besser verstehen. Sie erforscht den Einfluss der Darmflora. Dazu füttert sie Würmer mit verschiedenen Bakterien der menschlichen Darmflora und untersucht, welche Mikroben bei den Würmern zu Entzündungen führen. Vielleicht, so ihre Vermutung, könnten genau diese Mikroben auch beim Menschen schädlich sein und das Altern beschleunigen. Das Ziel hier, und ich glaube, das gilt auch für die Altersforschung vielleicht allgemein, ist nicht so sehr, das Leben des Menschen zu verlängern. Ich glaube, da stoßen wir an eine natürliche Grenze, die vermutlich bei 120 Jahren plus minus liegen wird. Das Ziel ist eigentlich, dass wir unseren gesunden Zustand möglichst lang aufrechterhalten wollen. Wir sagen auch, dass wir die Gesundheitsspanne oder Englisch Health Span, dass wir die eben verlängern wollen. Aus meiner Sicht denke ich auch, dass es ein biologisches Limit gibt. Also da würde ich auch von ausgehen. Aber ob das biologische Limit bei den 120 Jahren liegt, wie es im Moment in der Diskussion ist, da würde ich mich nicht festlegen wollen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es in der Zukunft übertroffen wird. Wie alt wir in Zukunft werden? Darauf gibt es noch keine eindeutige Antwort. Doch die Forscher hoffen, dass sie den Alterungsprozess bremsen können. Kennen Sie Ihre Thymusdrüse? Die sitzt hinter Ihrem Brustbein ungefähr hier. Bis zur Pubertät ist sie an der Produktion von Immunzellen beteiligt. Diese schützen vor Autoimmunerkrankungen, Infektionen und sogar Krebs. Danach lagert die Thymusdrüse Fett ein und verliert langsam ihre Funktion. Und im Alter verkümmert sie ganz. Und genau da setzen nun Forscher an und versuchen, der Thymusdrüse von älteren Menschen wieder auf die Sprünge zu helfen. Und zwar mit einem Sexualhormon und einem Wachstumshormon. Nun gab es ein Problem, nämlich das Wachstumshormon lässt den Blutzuckerspiegel ansteigen. Doch das lösten die Wissenschaftler, indem sie den Diabeteswirkstoff Metformin dazugaben. Und tatsächlich, bei Menschen, die diesen Cocktail bekamen, schienen die Alterungsprozesse zurückzugehen. Klingt auf jeden Fall spannend, aber bisher wurde das nur an 9 Männern getestet. Und die Versuche wurden noch nicht durch unabhängige Wissenschaftler begutachtet. Da darf man also nicht voreilig sein. Das ist aber nur einer von vielen Ansätzen, mit denen Forscher das Leben verlängern wollen. Silicon Valley. Die Ideen aus diesem Tal haben die Welt verändert. An der Stanford University arbeitet der Schweizer Tony Viscorey. Zum Thema Altern kam er durch seine Forschung an der Alzheimer-Krankheit. Das Altern ist der Hauptrisikofaktor für diese Krankheit. Aber das hat mich jetzt völlig fasziniert. Und wieso altern wir? Was bestimmt die Lebensspanne eines Organismus? Wie kann man das verstehen, wie kann man das manipulieren im Organismus? Viscorey und sein Team suchen nach einem Stoff, der das Altern aufhalten oder gar umkehren kann. Ein Verjüngungselixier. In diesen Kühlschränken lagert der Hoffnungsträger, Blutplasma. Wir haben untersucht ungefähr 2000 Proteine im Blutplasma. Und da haben wir festgestellt, dass man mit Altern ziemlich viele Proteine sich ändern. Unter diesen gibt es ziemlich viele schlimme Proteine, die sich
erhöhen mit Altern. Und es gibt ziemlich viele gute Proteine, die wir verlieren mit Altern. Wie die Blutplasmaproteine auf das Altern wirken, testen die Forscher an Mäusen. Mit ihren 10 Monaten sind diese Tiere schon Greise. Auch geistig bauen die alten Mäuse ab. Vor allem ihr Gedächtnis lässt nach. Das zeigt sich, wenn eine Maus im Labyrinth das Loch wiederfinden soll, in dem sie sich verkriechen kann. Die Forscher testen, wie alte und junge Mäuse dabei abschneiden. Die junge Maus, im Bild links, findet das rettende Loch in gut 20 Sekunden. Bei der alten Maus rechts dauert es fast 4-mal so lang. Dann geben die Forscher den alten Mäusen Blutplasma von jungen Mäusen. Was sie beobachten, ist erstaunlich. Die Gedächtnisleistung alter Mäuse verbessert sich. Sie finden das Loch genauso schnell wieder wie die jungen Tiere. Im Gehirn der Mäuse ist der Verjüngungseffekt sogar zu sehen. Bei ihnen wachsen neue Hirnzellen nach. Kann das, was alten Mäusen neue Jugend einhaucht, auch bei Menschen funktionieren? In einem Pilotversuch bekamen 18 ältere Patienten mit frühem Alzheimer einmal pro Woche Plasma von jungen Menschen. Danach testeten die Forscher, ob sich die Gedächtnisleistung der Alzheimer-Patienten verbessert hatte. Was für Patienten sehr wichtig ist, sind diese Aktivitäten, wie zum Beispiel das Hemd zuzuknöpfen, die Zähne zu putzen. Man sagt ihnen auf Englisch Daily Activities of Living. Und die haben wir gemessen und haben da tatsächlich gefunden, dass es einen signifikanten Effekt gibt. Also dass Leute, die Patienten, die junges Blut gekriegt haben, da gewisse Verbesserungen gezeigt haben. Was wir zeigen können, ist, dass Veränderungen, die sich abspielen mit dem Alter, durch das junge Blut in die andere Richtung gedrückt werden können. Also wirklich, wie das Altern zu einem gewissen Grad rückgängig macht. Die Forscher hoffen jetzt, die vielversprechenden Ergebnisse in größeren Studien bestätigen zu können. Und sie führen schon Tests zu einer weiteren Krankheit durch. Parkinson. Wirklich spannend, denn es geht bei all diesen Forschungsprojekten ja nicht in erster Linie um ewiges oder ewig langes Leben, sondern um Gesundheit und Wohlbefinden. Denn da das Alter ein wesentlicher Risikofaktor für viele verschiedene Krankheiten ist, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Demenz, Parkinson, Krebs, ist es ein wirklich spannender Ansatz zu sagen, wir suchen nicht nach vielen einzelnen Therapien für jede dieser Krankheiten, sondern wir konzentrieren uns aufs Altern und senken damit das Risiko für alle möglichen Krankheiten auf einen Schlag. Wir leben heute schon länger und bleiben länger gesund als jede Generation vor uns. Die große Frage ist, wie gelingt es, aus den gewonnenen Jahren gute, zufriedene Jahre zu machen? Zum Beispiel, man zieht in eine WG mit jungen Leuten. Achtung, wir hören schon Stimmen. Jorit König überrascht heute seine Mitbewohnerin Elisabeth Lai. Sie wird 86. Birthday to you. Der Student ist mit 24 der Jüngste in dieser Wohngemeinschaft. Jorit lebt mit 24 Seniorinnen und Senioren, die hier in Gemeinschaft ihren Lebensabend verbringen wollen. Herzlichen Glückwunsch. Happy Birthday, Süße. Danke schön. Im Februar 2019 startete das Pilotprojekt der Diakonie Michaelshofen im Kölner Stadtteil Sülz. Alle unterstützen sich hier gegenseitig. Ja, dann mal los. So, erste Gläser. Auf das Geburtstagskind hier. 2 Studenten wohnen hier. Sie sollen die Gemeinschaft unterstützen und an 5 Stunden in der Woche alle zusammenbringen. Für seine 30 Quadratmeter Wohnung zahlt Jorit nur die Nebenkosten. Zurzeit ist er allerdings der einzige Student. Eine Kommilitonin ist schon nach kurzer Zeit wieder ausgezogen. Sie war von den Ansprüchen der Senioren überfordert. Das musste man am Anfang ja im Prinzip ein bisschen so, also salopp gesagt, so ein bisschen klarstellen. Wenn man sich so kennenlernt, ne, es ist ja, jeder hat seine eigene kleine Wohnung, jeder hat sein eigenes kleines Bad. Das heißt, wenn man sein eigenes Leben führt, läuft man sich jetzt nicht ständig alle 5 Minuten über den Weg, sondern
wenn man das wirklich sucht, dann ist man draußen. Februar 2020, gemeinsamer Karneval in der WG. Mitbewohnerin Wilma Keulertz lebte früher in Ratingen. Nur ein bisschen so, damit ich in Ordnung nicht so viel. Sie war Arzthelferin. Mitbewohnerin Elisabeth Ley hat in einem Autohaus gearbeitet. Was bedeutet Karneval für Sie? Man fühlt sich wieder etwas jung. Die 89-Jährige hat vor 9 Jahren ihren Mann verloren. Das ist und das ist mein Mann. Wir haben das Karneval kennengelernt. Und das war eine wunderschöne Zeit. Die ist ja dann auch durchgegangen, bis zum Ende, wie mein Mann gestorben ist. Und mein Mann ist ja dann auch von den Karnevalisten noch getragen worden. In der WG-Küche im 2. Stock feiern heute alle Hausbewohner gemeinsam. Auch die Senioren-WGs der anderen Stockwerke sind dabei. Jorit hat auch seine Studienfreunde eingeladen. Ja, ja, das haben wir gern. Die jungen Leute und alles, das ist so toll. Das ist wichtig, dass die Senioren nicht immer einfach abgeschoben werden, irgendwo in einem Haus und dann bleiben sie dort sitzen. Das ist jetzt wie eine Familie, ja, ja. Mit Karneval beginnt die Corona-Epidemie in Deutschland. Und diese stellt das WG-Projekt auf die Probe. Jorit und sein neuer Mitbewohner Philipp sollen die Einkäufe übernehmen. Ja, aber warst du schon in einzelnen WGs? Nee, das machen wir dann jetzt gar nicht. Dass wir heute einkommen, um Einkaufslisten einzusammeln. Jorit und Philipp versuchen, die Senioren zu versorgen, sodass sie nicht ohne Not vor die Tür gehen müssen. Ich darf natürlich nicht außer Acht lassen, dass uns die Leute auch schon ans Herz gewachsen sind. Ich meine, wie man das halt in einer vernünftigen WG auch kennt. Klopapier war, wie zu erwarten, nicht mehr zu haben. Aber auch der Rest war so ein bisschen, da musste man dann schon auf Alternativprodukte ausweichen, was man dann auch kriegen konnte. Auch das WG-Leben leidet. Krisensitzung auf dem Balkon. Man trifft sich nicht. Man trifft sich einfach nicht. Fehlt ja, Ihnen das denn oder fehlt Ihnen das gar nicht? Die Harmonie unter sich und Leute treffen und so, das geht alles nicht. Und das macht uns, mir persönlich, zu schaffen. Ja. Ich bin eigentlich so offen, rede gern, quatsche gern, aber mit wem? Kurz darauf wird eine Pflegerin positiv auf das Virus getestet. Alle Bewohner, die mit ihr Kontakt hatten, müssen in Quarantäne. Wilma Keulertz gehört dazu. So. Sie übt sich jetzt in Videotelefonaten. Du musst in Quarantäne. So, das war das. Und da sage ich, wieso? Ja, du bist mit einer Pflegerin zusammen gewesen und die ist in Quarantäne, die ist positiv. Sowas. Im Moment habe ich nur gedacht, oh, jetzt hast du es auch. Ja, kommt immer Schlag auf Schlag und es wird langsam immer schwieriger. Und genau, man weiß nicht so recht, was als nächstes kommt. Ne? Eine Mitbewohnerin hatte außerdem einen schweren Schlaganfall. Also das ist alles ein bisschen merkwürdig für mich. Dass ich dann auf jeden Fall irgendwie was finden muss für mich, wie man damit besser umgehen kann. Weil es halt wirklich so ist, dass ich in dem Aspekt ein bisschen blauäugig auf diese Sache zugegangen bin. Ein bisschen mir darum nicht genug Gedanken gemacht habe. 2 Wochen später. Sie wird jetzt befreit aus der Quarantäne. Keiner hat sich infiziert. Wilma Keulertz darf wieder raus. Sie aus der Quarantäne befreien. Oh, das ist aber wunderbar. Die Erde hat mich wieder. Die Gemeinschaft muss wieder zusammenwachsen, aber erst einmal überwiegt die Freude. Auf die neu gewonnene Freiheit. Auf die Gesundheit. Ja. Prösschen. Prost. Beim Anstoßen. Prost. Was habt ihr dazu gelernt? Ja, so. Weniger Angst vorm Altwerden, glaube ich. So ein bisschen, ich meine, klappt ja irgendwie. Das finde ich ganz schön. Bei den meisten Leuten, es wirkt so einfach und dann denke ich mir so, ja, ich meine, dann schaffe ich das auch. Dann kommen alle Gläser zusammen. Super schönes Projekt. In anderen Ländern ist es viel üblicher, dass mehrere Generationen zusammenleben. Es wäre wirklich toll, wenn es auch hierzulande in Zukunft mehr solcher Beispiele gibt. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Wir sehen uns nächstes Mal bei Quarks. Bleiben Sie gesund. Tschüss.